kann man also relativ fest dran ziehen und dieses Endstück flattert nicht durch die Gegend. Lang ist nicht wirklich lang, kurz ist aber kurz. Nicht ganz so gut gefällt mir die Tatsache, dass es nur Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast, auch wenn es heute nicht im engeren Sinne um ein Uhrenvideo geht. Es ist ein Zubehörvideo. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich mit Silikonbändern, wie diesem klassischen hier von Sinn, kann man das sehen? Ich hoffe ja, genau, da ist es doch, so eine Art Hassliebe habe. Auf der einen Seite mag ich Silikon oder auch Kautschuk, weil es weich, angenehm, belastbar ist. Man kann damit schwimmen gehen, man kann mit Farben und Formen etwas flexibler spielen. Das Ganze ist auch schön beweglich, trocknet schnell, riecht nicht oder wenn, dann nach Vanille, wenn es nicht der billigste Kram ist. Trotzdem fand ich das nie so super angenehm, weil man doch relativ leicht drunter schwitzt, weil wie bei diesem Band hier, das habe ich jetzt mehrere Tage schon angehabt, es die Form nicht speichert, immer wieder gerade zurückspringt und dadurch habe ich dann hier, wenn sich das Band biegt am Arm, immer eine leichte Druckstelle. Das war mir alles nicht so angenehm und die integrierten Bänder mit Gehäuseintegration in den großen Schließen waren mir zu spangenartig. Ich bin immer hin und her gerissen gewesen, trotzdem reizte mich die Weichheit des Materials und die Farbenvielfalt. Und da habe ich im Sinn Uhren und Technik Forum von den Bartenbändern gelesen. Die gibt es bei Amazon um die 25 Euro plus minus 1-2 Euro. Link packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Wenn ihr über diesen Link bestellt, wird es für euch nicht teurer. Aber ich bekomme ein paar Cent ab, um meinen Kanal, meine Videos ein bisschen zu finanzieren. Wenn sie euch also gefallen und ihr grundsätzlich bereit seid, bei Amazon zu bestellen, das wäre eine Option. Was übrigens klasse ist, diese Bänder kommen in zwei Längen, kommen immer in zwei Längen. Einmal mit einem langen Lochteil und einmal mit einem kürzeren Lochteil. Wobei lang und kurz hier relativ ist, das zeige ich euch aber jetzt noch im Detail im Video. Die Bartenbänder kommen, wie angekündigt, in dieser relativ flachen, einfachen, knisternden Folienverpackung. Hier oben ist ein Zipverschluss, sodass man sie auch immer wieder verpacken kann und aufbewahren kann. Die Rückseite ist vergleichsweise langweilig, nichts Besonderes, außer dass man weiß, was für ein Material verbaut ist und dass es ein Quick-Change-System gibt. Alles bis jetzt noch nichts richtig Aufregendes. Besonders schön finde ich, dass die Bänder in zwei unterschiedlichen Längen kommen, wobei man hier, und da gehe ich gleich im Detail drauf ein, mit den Längen ein kleines bisschen vorsichtig sein muss, weil lang ist nicht wirklich lang, kurz ist aber kurz. Die Bänder gibt es in sehr, sehr vielen Farbvarianten. Ich habe mich hier zum Beispiel für eine blaue mit hellblauer Unterseite entschieden. Das ist für eine Uhr, die noch kommt. Und da kommt dann dieses Band dran. 20 mm Anstoß, wie ihr sehen könnt, mit Schnellwechselsystem. Das ist sehr angenehm und die Bänder gibt es auch in den Zwischengrößen, das heißt 19, 21, 23 mm gibt es alles, ist bei Amazon ein kleines bisschen unübersichtlich. Ich finde es aber insofern wirklich gut, weil man damit die Bänder für nahezu jede Uhr bekommen kann. Die Schließe ist in dem Fall hier gebürstet mit einem etwas breiteren Dorn, was ich bei Silikon und Kautschuk sehr schön finde, weil dann die Bänder nicht so schnell ausreißen, nichts gelabelt, nichts beschriftet. Hier merkt man dann doch ein kleines bisschen den Preis der Bänder von
unter 30 Euro, 25 Euro in diesem Bereich liegen die Bänder bei Amazon. Was auffällt ist, dass hier eine etwas breitere Nase ist und das hat einen Grund. Denn ganz oft ist es bei Silikonbändern bei mir so gewesen, ich habe das Silikonband angelegt und irgendwann verrutschen die Keeper und rutschen über das Band hinaus und das Ende des Bandes flattert dann so lose rum. Das finde ich wirklich nicht besonders angenehm. Barton hat das gelöst. Und zwar, jetzt muss ich mal schauen, wie wir das einfangen können. In dem zweiten Keeper, das ist der erste Keeper zur Schließe hin, der ist frei unten drin. Und der zweite Keeper zur Uhr hin, der hat eine Art Silikonlippe oder Silikonnase. Jetzt fädle ich das Band einmal verkehrt rum ein, einfach nur um es zu verdeutlichen. Diese Nase passt genau in diese breitere Aussparung hier rein. Ja, wenn man das jetzt einmal anschaut, dann kann man das ganz gut sehen. Ich gehe auch noch mal etwas näher ran. Ihr könnt es sehen, die Nase ist genau in der Aussparung drin und damit verrutscht das Band auch nicht mehr. Kann man also relativ fest dran ziehen. Ich zeige euch mal, wie ich daran gezogen habe. Wenn man es losmachen will, muss man schon, ja, ich sehe das sogar hier, wie der Keeper sich aufbäumt. Man muss die Nase ein kleines bisschen rausheben und dann kann man es trennen. Und das finde ich wirklich klasse gemacht, denn damit hält der Keeper auf dieser Nase und nichts verrutscht mehr und dieses Endstück flattert nicht durch die Gegend, wie das bei mir leider viel zu oft gewesen ist bei Silikon- oder Kautschukbändern. Ich hatte noch was zu der Länge gesagt und das ist erstaunlich, weil man kann das hier ganz gut sehen. Hier kann man das ganz gut sehen, die lange und die kurze Seite. Ich nehme zum Vergleich mal ein Silikonband von Sinn. Da muss ich kurz ein bisschen packen hier. Das zweigeteilte Silikonband von Sinn lege ich zum Vergleich mal daneben. Und ihr könnt sehen, dass die Länge in etwa, die lange Länge des langen Teils in etwa der Länge des Standard-Silikonbandes von Sinn entspricht. Das heißt, das kurze Teil ist wirklich kürzer. Das ist keine XL-Version, sondern das hier ist mehr oder weniger die Normallängenversion und das ist die kurze Version. Ich zeige euch das auch nochmal gerne bei mir am Arm. Hier habe ich jetzt auch ein Bartonband verbaut. Ich zeige euch das gleich, wenn ich es mache, ich es nochmal ab, zeige euch das. Ich habe hier jetzt die längere Variante dran. Es ist ein bisschen lang, es geht sehr weit rüber. Bei der kurzen Variante hätten die Keeper hier ganz, ganz eng gesessen und ich hätte den zur Schließe hin wahrscheinlich wegnehmen müssen und nur einen verwenden. Mir hat das so besser gefallen. Bei meinem 17 cm Handgelenk ist die kurze Variante wirklich sehr kurz gewesen. Das nur als Vergleich. Und jetzt zeige ich euch nochmal dieses Band, nur um zu zeigen, wie unterschiedlich das wirken kann. Das hier ist ein schwarz-orangenes Band im Vergleich zu dem blau-blauen Band. Finde ich alles wirklich richtig gut und interessant gemacht. Was mir aber am besten bei diesen Bändern gefällt, ist die Tatsache, dass sie vorgebogen sind. Hier kann man das ein kleines bisschen sehen, dass es hier bereits einen Knick gibt. Wenn dann das Band am Arm liegt, hat man hier eine leichte Biegung und das drückt nicht rein, weil bei mir Kautschuk- und Silikonbänder
nicht die Form speichern und nicht in Form bleiben, es sei denn, ich forme sie thermisch. Und dann habe ich hier immer einen etwas größeren Druck auf dem Arm. Das ist mir auf Dauer dann irgendwann unangenehm. Bei den vorgeformten Bartenbändern passiert das nicht. Die liegen wirklich schon vorgeformt am Arm. Auch hier kann man das ganz gut sehen. Es sieht aus wie eine getragene Uhr, auch wenn das Band heute erst angekommen und heute montiert worden ist. Das finde ich sehr schön und das gefällt mir gut. Nicht ganz so gut gefällt mir die Tatsache, dass es nur eine einzige Oberflächenmusterung gibt. Und das ist diese Mikrowaffel-Riffelung-Muster. Das ist eigentlich schade. Wenn es hier noch mehr gegeben hätte, wäre das klasse. Vielleicht sowas ganz Glattes wie hier oder irgendwas anderes. Das passt nicht zu jeder Uhr und es gibt meines Wissens nach keine andere Oberflächenstruktur als diese. Es gibt geschätzt 15 oder 20 Farbvarianten und Kombinationen. Es gibt 3 oder 4 Schließenvarianten. Es gibt aber nur eine Oberfläche. Ich habe das Band jetzt 5 Stunden am Arm und kann sagen, bis jetzt trägt es sich wirklich sehr angenehm. Ich habe da keine Probleme mit und wie ihr sehen könnt, auch der Keeper rastet schnell ein. Das ist ganz problemlos, man gewöhnt sich da sehr schnell dran und das vermittelt einen wirklich sicheren Eindruck und das gefällt mir gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Mir gefällt es gut. Schnellwechselsystem, schnell gemacht, angenehm am Arm, das Endstück flattert nicht mehr durch die Gegend, preislich okay. Also wer Silikonbänder mag und ein bisschen mit Farbe spielen möchte, ist hier bei Barton vielleicht ganz gut aufgehoben. Ja, kanntet ihr Bartenbänder? Ich kannte sie nicht. Ich finde sie super klasse, insbesondere die große Vielfalt und dass das Band relativ weich ist. Ein bisschen enttäuschend finde ich, dass es nur ein Muster gibt und dass man, wenn man die unterschiedlichen Schließenfarben in jeder Farbkombination haben möchte, vielleicht doch bei Barton in Amerika bestellen muss und dann wird es deutlich teurer als bei Amazon. Dann kommt man nicht mit 25 Euro aus, dann geht man in den Bereich von knapp 40, vielleicht sogar über 40 Euro mit Steuern, mit Versand und allem, was drauf kommt. Das ist mir dann schon wieder fast zu viel, um das mal probeweise zu machen zum Rumspielen. Bei Amazon mit der hier gezeigten gebürsteten Schließe gar kein Problem. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.